Ich esse viel Reis und viele Leute glauben, wenn man viel Reis isst, wird man vergiftet mit Arsen. Ich will mal erklären, warum das bei mir nicht so ist und euch vielleicht mal einen kleinen Denkanstoß geben. Hallihallo, hier ist der Lars von Rohr Energie. Herzlich willkommen. Heute mal wieder ein kleines Experimentvideo, ein kleiner Erfahrungsbericht. Ich wollte es mal wieder wissen, ja. Und zwar so vor ungefähr einem Jahr fing das, glaube ich, an mit den Warnungen aus Amerika, hauptsächlich vom Dr. Krager, dass in Reis sehr viel Arsen drin wäre. Und wenn man das isst, dass man hohe Arsenwerte kriegt im Blut, dass das nicht gut ist für den Körper. Und da hat er noch einige Tricks gegeben, wie man den Arsengehalt quasi vermindern kann. Was ich immer nur so bisschen bedenklich finde, ist immer, wir übernehmen immer die Sachen aus den USA und übertragen sie auf uns. Ja, unsere Lebensmittel, die wir kaufen können, gerade im Discounter, auch im DM, Rossmann, Bioladen, das ist eine ganz andere Qualität als die Sachen in den USA. Ich hatte mal mehrere Videos über das Auswandern geguckt. Nicht, dass ich jetzt in die USA auswandern würde, um Gottes Willen, nein, aber ich habe mal sowas angezeigt bekommen, habe mal geguckt und fand das sehr interessant, dass die Sachen, die wir so denken, wie es da wäre, doch ein bisschen anders sind. Bei einem dieser Videos hatte einer, der ausgewandert ist, gesagt, hier, du kannst hier in den USA nur Organic essen. Es geht gar nicht anders. Das Organic in den USA ist das normale Essen vom Aldi hier in Deutschland. Die haben so eine schlechte Lebensmittelqualität, was nicht Bio ist, weil die dürfen ja alles genmodifizieren, die dürfen alles spritzen bis zum geht nicht mehr und die Sachen wären mega schlecht. Also er wäre rübergezogen und hätte dann so stark zugenommen, obwohl er gar nicht mehr gegessen hätte und dann ist er auf Organic umgestiegen und dann ging es wieder. Also das muss man schon mal bedenken. Ja? Der Reis in den USA ist unter Umständen nicht der gleiche, den wir hier kaufen. Vielleicht kann ich das kurz erklären. Ich kaufe meistens Reis beim DM oder beim Rossmann. In Bioqualität, das ist jetzt ein Basmati-Reis weiß. Ich esse aber auch jetzt gerne ganz oft Naturreis. Das ist Bio und das ist, was ist das für ein Siegel? Naturland. Ja, das ist ein ziemlich hochwertiges Bio-Siegel. Ja, und da war aber auch in den Videos von Dr. Krager drin, ja, selbst wenn es Bio ist und so. Und das Arsen käme im Prinzip dadurch, dass geschredderte Hühnerfedern oder sowas oder Hühnerreste genommen werden auf den Reishüllen, um den Reis zu düngen. Und deswegen wäre der so arsenbelastet. Ja. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, den Reis zu testen auf Arsen. Ich bin kein Labor, aber ich habe mir einen Schwermetalltest besorgt und der Alexandra auch. Eine Langzeitorganbelastung. Hier nimmt man Urin ab, schickt das ins Labor und die Niere ist ja das Entgiftungsorgan, na, nicht Nummer 1, vielleicht Nummer 2. Es gibt ja noch die Haut, es gibt noch die Lunge, es gibt auch die Nieren, ja, es gibt auch die Leber. Aber das ist jetzt im Prinzip, um zu sehen, wirklich zu sehen, was hat man im Körper, was für verdächtige Dinge gibt es im Körper. Und da hätte man einen Beweis dafür oder ein Indiz, ob man zu viel Arsen oder irgendwas anderes hätte, ja. Die Alexandra hat diesen Test gemacht und ich habe diesen Test gemacht. Ich gehe mal auf meinen Test ein, weil ich den am interessantesten finde. Und der Alexandras Test sage ich auch noch mal was dazu, weil sie da was hat, was von einer anderen Quelle herkommt. Und das möchte ich auch noch mal erklären. So, nach so einer Woche oder zwei, ich weiß nicht mehr, kam dann die Nachricht, dass das fertig ist, die Berichte. Und jetzt gucken wir doch mal hier rein. Ich muss selber erst mal gucken, ich habe ihn gerade erst ausgedruckt. Das ist zwar schon eine Weile her. Aber genau, auf der Seite, die sehen wir uns jetzt mal an, die Ergebnisseite. Alles, was grün ist gut und alles, was rot ist nicht gut. Ja? Wir gucken mal oben, da ist der Kreatininwert drin im Urin, der ist im guten Bereich. Das bedeutet, wie dick war denn das Urin? Man soll ja morgen Urin nehmen und wenn das dann zu verwässert ist, können sie es nicht gut messen. Ja? Es hieß dann auch, man darf irgendwie so und so lange vorm Schlafen gehen kein Wasser mehr trinken oder nichts mehr trinken, damit einfach der Morgenurin halt sehr trüb ist und man sollte möglichst nachts auch nicht auf Toilette gehen. Ja? Muss man halt gut timen, dass man sagt, 2 Stunden vorm Schlafen gehen höre ich halt auf zu trinken und dann kann sich nachts alles sammeln in der Blase und hat man halt ein konzentriertes Urin, was man gut analysieren kann. Wir gucken mal oben, Aluminium,
bin ich ganz weit unten, es sollte unter 60 sein, ich bin bei 4. Arsen sollte unter 15 sein und ich bin bei 3,8. Also fast ein Fünftel, ein Viertel, ja. Und ich habe in der Zeit vor dem Test ganz viel Reis gegessen, jeden zweiten Tag. Ich wollte es unbedingt wissen, ob das was macht. Also es kommt bei mir jedenfalls nichts raus und ich lagert sich dann auch in dem Sinne nicht ein. Entweder kann ich es sehr gut verarbeiten und einfach ausscheiden, aber ja, das scheint nicht zu stimmen. Also Arsen ist ganz weit unten. Blei, sollte ich unter 10 sein, bin ich bei 2. Cadmium ist nicht mehr messbar eigentlich. Chrom ist nicht mehr messbar. Kobalt ist nicht mehr messbar. Kupfer sollte man einen Wert haben zwischen 1,45 und 19,3. Ich habe bei 4. Und Nickel sollte man unter 3 sein, da habe ich 1,10. Und Quecksilber auch, sagt man immer, oh, überall ist Quecksilber drin und so. Und da sollte es unter 5 sein, ich habe 1,5. Ja, das bedeutet, der Reis, den wir hier essen, ja, ist entweder nicht mit Arsen belastet oder es ist einfach für uns Veganer vielleicht auch einfacher, diese Sachen aufzunehmen und im Kot dann vielleicht irgendwie auszuscheiden. Über die Niere, über das Entgiftungsorgan Niere kommt nichts raus und das wäre ein sehr sicheres Zeichen eigentlich, ja. Was mir dabei aufgefallen ist aber, ist, weil ich hatte ganz lange kein Zink genommen. Zink ist ja auch in der deutschen Erde so gut wie gar nicht mehr drin. Das ist Jod, Selen und Zink sollte man irgendwie nehmen, ja. Jod mache ich nochmal ein einzelnes Video drüber. Könnt ihr bitte mal unten reinschreiben, ob ich das machen soll. Ich habe auch einen Jodtest gemacht, war auch sehr interessant. Und mein Zinkwert ist etwas zu niedrig, ja. Und jetzt habe ich mir hier vor ein paar Wochen diese Zinktabletten hier besorgt von Wele Sports. Das hat 25 Milligramm pro Tablette. Ich verlinke euch das auch mal in der Videobeschreibung. Und die sind super gut. Die kann man nämlich vor allem zerbeißen. Zink soll man nämlich immer komplett getrennt von den Mahlzeiten nehmen, ja. Nicht zum Essen, dann wird es nicht aufgenommen. Am besten ganz früh morgens oder ganz spät abends, ja. Wenn ich es aber nehme und die nicht zerkaue mit Wasser, dann wird mir ein bisschen schlecht. Das löst sich dann so ein bisschen schwierig im Magen auf. Zink ist anscheinend sowas, was, wo einem öfters mal schlecht wird. Und ich nehme diese Tablette, zerbeiße diese ein ganz klein wenig und trinke dann ein Glas Wasser hinterher. Und seitdem fühle ich mich noch deutlich besser. Ja. Also ich kann jetzt dir eine Warnung geben. Ich habe keinen erhöhten Arsenwert durch Reiskonsum. Bio-Reis für mich völlig egal. Ich habe den jetzt auch nicht großartig abgewaschen. Ich habe auch durchgewechselt zwischen Vollkornreis und weißen Reis. Ja. Es scheint hier nicht dieses Problem zu sein, was es in den USA gibt. Oder sie haben das Arsen nur gemessen in im Lebensmittel, aber nicht im Menschen. Das ist halt immer die Sache. Ne? Man sollte es halt immer im Menschen messen. Jetzt kommen wir nochmal zum wichtigen Punkt, um zu sehen, funktioniert so ein Schwermetalltest überhaupt. Und dazu muss ich kurz mal den Test von der Alexandra aufheben. Der liegt nämlich da am Boden. Wir schauen den Test von der Alexandra auch nochmal ganz kurz durch. Also da war es auch so, dass ihr Kreatininwert zum Messen gut war. Das Urin war also dick genug zum Messen. Aluminium war sehr niedrig. Arsen war auch im grünen Bereich unter diesem empfohlenen Wert. Blei war kaum messbar. Cadmium und Chrom. Kobalt war etwas erhöht. Ja. Kupfer war im guten Bereich und Nickel war erhöht. Ja. Auch sie, Zink zu deutlich zu niedrig, sie nimmt auch jetzt Zink. Ja. Quecksilber war auch sehr, sehr niedrig, also sogar kaum noch messbar. Jetzt hat die Alexandra Kobalt und Nickel sehr hoch. Ja. Und woher kommt das? Sie hat zwei Metallzähne, also Goldlegierungen. Und das ist nicht nur Gold, müsst ihr mal googeln. Goldzähne bestehen aus ganz vielen verschiedenen Metallen und sie ist belastet mit Nickel. Ja, und ziemlich hoch sogar. Und Kobalt auch. Das scheint in der Goldlegierung drin zu sein. Sie war auch beim Zahnarzt. Sie lässt sich ihre Zähne ja jetzt komplett sanieren und alle alten Füllungen rausmachen. Da wurde ein Allergietest auch gemacht, gegen welche Plastik sie nicht allergisch ist, was man neu machen kann. Es wird Keramik dann noch eingesetzt und die ganzen alten, verhunzten Sachen von den letzten, ja, 30 Jahren, die Zahnärzte bei ihr der versorgt haben, kommen raus, hat einen sehr guten Zahnarzt gefunden, das wird aber alles sehr teuer werden und dann kommt das auch raus und dann wird sie auch nicht mehr damit belastet. Also man sieht ganz eindeutig, man kann mit so einem Schwermetalltest auch
rausfinden, wie man belastet ist. Wenn ihr euch da Sorgen macht, dann besorgt euch mal so einen Test, ist nicht so teuer, kann man schön zu Hause machen, füllt sein Urin ab in ein Röhrchen, schickt es ins Labor und dann weiß man Bescheid. Also für mich ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Ich muss Basmati-Reis oder irgendwelchen Vollkornreis oder sowas, muss ich nicht irgendwie mir Sorgen machen. Ich kann das weiterhin essen. Ich wechsle ja sowieso durch. Irgendwie so Quinoa, Reis, Kartoffeln, Dinkel, das mache ich alles so als Kohlenhydratquelle abends. Und Zink nehme ich jetzt eine am Tag und die Alexandra auch. Und damit müssten wir dann auch auf der sicheren Seite sein. Ja, gut. Schreibt ihr nochmal eure Erfahrungen mit Reis, mit Arsen. Habt ihr da Angst vor? Habt ihr da keine Angst vor? Wollt ihr auch mal so einen Test machen? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz erwähnen, weil mein Arsengehalt ist ja sehr, sehr viel niedriger noch als der von der Alexandra. Und ich bin jeden Abend eigentlich hier in dieser Infrarotkabine. Während des Fernsehguckens bin ich meistens auf einem Ergometer und danach nochmal auf einem Mini-Trampolin. Und dann gehe ich ja in diese Infrarotkabine und schwitze da nochmal eine halbe Stunde. Das kann sein, dass dann noch mehr von den Schwermetallen rausgeht aus dem Körper. Die kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, die hatte 800 Euro gekostet, ließ sich sehr schnell aufbauen. Ich liebe das Teil. Warum setzt sich die Alexandra nicht jeden Abend rein? Die Alexandra hat lange Haare. Und wenn die jeden Abend schwitzt, müsste sich die auch jeden Abend die Haare waschen. Und das mag sie nicht so gern. Also sie macht das nur einmal die Woche. Ich mache das jeden Abend. Ja. Ich finde es einfach nur toll, dann irgendwie ja zu detoxen. Also das noch als Tipp. Als Detox-Tipp wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich hatte es noch auf dem Zettel stehen, habe es aber eben vergessen. Deswegen, das wollte ich euch nur mal zeigen. Also schwitzen in der Sauna ist auch super.